So, hallo zusammen. Ich kann euch mit dem Video einfach kurz zeigen, was man machen kann bei einem alten Windows-System, dass es vielleicht wieder ein bisschen schneller läuft. Ich kann euch nicht garantieren, dass es wird schneller laufen, aber wenn ihr einen alten PC habt, wie jetzt zum Beispiel der PC von meinen Eltern, den ich anschauen wollte, dann kann man schauen, wo recht langsam wurde ist mit der Zeit, das Windows-System. Dann können wir schauen, ob wir da vielleicht etwas machen können. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Sachen, die ich vom normalen Windows-User erwarte, dass sie es sowieso machen. Der erste Punkt ist sicher immer wieder mal neu starten. Vor allem Leute mit Laptops habe ich gesehen, dass die zum Teil einfach immer den Laptop zuklappen und aufklappen und so und immer Standby-Modus benutzen und zum Teil nachher irgendwie einen Monat oder mehrere Monate eigentlich gar nie neu starten. Was schlecht ist, wieso? Weil Windows hat nachher je nachdem ganz viele Background-Processes, die eigentlich gar nicht gebraucht werden, wo wenn man einen Neustart gemacht hätte, dann hat es die eh geschlossen. Und außerdem gibt es Schedule Tasks. Also, Windows hat zum Beispiel, wir werden eh noch einen zusammen schedulen in diesem Video, aber Windows hat so zum Beispiel Updates, die nachher erst installiert werden, wenn man den PC neu startet. Darum, falls euer PC langsam wurde und ihr schon lange neu gestartet habt, dann ist das eigentlich das Erste, was ihr jetzt gerade macht. Das heisst, ihr geht hier auf ein aus und dann neu starten klicken. So machen wir das. Genau. Das, je nachdem behebt das schon ein paar Probleme, die Leute damit haben mit Windows. Das zweite ist, dass der normale User verlangt, dass sie Windows-Updates machen. Und zwar tut man da Updates eingeben. Nachher gibt es da nach Updates suchen. Dann klickt man da drauf. Und dann eigentlich sollte es automatisch Updates machen, dann können wir da auf Updates suchen klicken. Ihr seht, ich habe das erst gerade gemacht, es ist auf dem neuesten Stand. Wir sehen da auch gerade, es gibt eigentlich das Funktionsupdate, das kann ich dann noch probieren. Ob das, ja. Genau. Dann, das ist sicher schon mal bezüglich Updates. Nachher bei Programm, auch Programm haben Updates. Bei Linux geht das auch ein bisschen besser wegen dem Package Manager. Bei Windows gibt es auch etwas, ein Programm, das heißt Chocolaty. Das ist auch so wie ein Package Manager für Windows von Linux, wo ihr eigentlich verschiedene Programme könnt über das installieren und nachher könnt ihr einfach auf Update All klicken und nachher updatet es alle Programme, die ihr so über das installiert habt. Das benutze ich auf meinem Laptop. Aber ja, grundsätzlich alle Programme, die ihr öffnet auf Windows, die einzeln nachher nach Updates fragen, die updaten. Und grundsätzlich Programm, das ihr nicht braucht, deinstallieren. Das ist, wenn man hier auf Programme eintippt, dann heißt das Programm hinzufügen oder entfernen. Und dann kommt ihr hier rein und nachher seht ihr, listet es euch nachher eigentlich alle Programme auf, die ihr findet, die ihr je installiert habt. Und nachher könnt ihr halt die anschauen und nachher so, ja, ist das jetzt, brauche ich die Programme überhaupt noch oder nicht? Habe ich da irgendwie, ich weiß nicht, Brawlhalla, so ein Game brauche ich das ja oder nicht. Und nachher brauche ich eigentlich nicht mehr, dann kann ich es deinstallieren. Oder was ist da? Candy Crush Soda Saga? Gerade deinstallieren, so Zeugs. Einfach alles, was ihr nicht braucht, eigentlich deinstallieren. So. Das hat ja auch wieder ein bisschen mehr Festplattenspeicherplatz gegeben. Dann grundsätzlich, dass ihr eure Dateien managt. Das heisst, die wichtigen Dateien, die ihr habt, eigentlich irgendwo sichert, auf einem zusätzlichen Medium, USB-Stick oder irgendwo. Weil eure Festplatte kann jederzeit eigentlich den Geist aufgeben. So, dann sind die Daten weg. Auch wenn ihr irgendwie einen neuen PC mal würdet kaufen oder so, dass ihr die Dateien nachher könnt einfach die externe USB-Festplatte wieder anschliessen am neuen und dann habt ihr die noch. Und dann auch Dateien löschen. Also, ja, zum Beispiel, es gibt so einen Folder, der heißt Downloads, wo alles, was ihr amigs abladet, kommt nachher da rein und nachher ist halt auch die Frage, wie gross wird der? Und nachher der ist jetzt da schon fast 2 GB gross und behaltet eigentlich so die temporären Dateien, die man abgeladen hat, die kann man eigentlich alle löschen. Einfach, dass ihr Dateien löscht, die ihr nicht braucht. So. Und dann, was ich auch noch erwarte von einem Windows-User, ist die physische Wartung. Wer einen PC kauft, ist das nicht nur virtuell oder so, es ist ein physisches Gerät. Und jetzt, was passiert, wenn ihr einfach da jahrelang rumsteht und nie irgendwie auftut, dann sammelt sich vielleicht ganz viel Staub zum Beispiel. Und nachher sammelt sich der Staub in den Lüfter und nachher kommt nicht mehr genug die Luft an die CPU. Und dann, was passiert ist, es nennt sich CPU Throttling. Falls
Falls es Schäden könnte geben von Überhitzung, wird sich eure Hardware-Leistung automatisch reduzieren. Das heisst, euer PC würde automatisch mit der Zeit langsamer werden, wenn die Kühlung eigentlich würde schwächer werden. So. Also falls euer PC voll langsam geworden ist in den letzten 10 Jahren, dann vielleicht mal PC mal abschalten, ausstecken, aufnehmen, das Gehäuse aufschrauben und dann mal schauen, wie viel Staub ist da vielleicht drin und dann vielleicht raussaugen oder rausblasen, irgendwie so. Dass einfach, dass da, es ist ein physisches, das müsst ihr erwarten. Also, das gehört dazu, zu euch einer normalen Aufgabe als Anwender. Gut, das sind so die normalen Aufgaben, die ich erwarte, dass man die macht. Sonst ist logisch, das System, wenn man so gut sagen ist. Gut, was wir jetzt können machen, einfach zusammen, schnell zum Schauen, ob wir, was ich auf dem System machen kann oder was ihr daheim machen könnt, ist, wir schauen zuerst mal die Ressourcen anschauen. Ihr habt Arbeitsspeicher, ihr habt Festplattenspeicherplatz. Falls einer von diesen zwei gerade mega knapp ist, dann verständlich, dass euer System mega langsam wird. Darum machen wir zuerst mal den Task Manager auf. Das könnt ihr mit Control Shift Escape oder hier Rechtsklick und dann hier Task Manager. Dann tun wir da mal auf und schauen, wie es aussieht. Dauert ein bisschen länger auf dem System. Gut, jetzt sehen wir hier gerade. Arbeitsspeicher ist ein Problem, schon fast voll. CPU ist etwa auf der Hälfte. Genau, also wenn wir jetzt schauen, der ist schon fast auf 80% oben. Oder ist auf 80%. Alles, was ich hoffe, ist eigentlich Visual Studio Code und dann Firefox und Chrome. Da jetzt einfach meine Personal Website. Nur ein Tab und da Firefox mit der Quellenwebseite, nur ein Tab. Also das ist krass, dass da schon recht viel Speicherplatz weg. Jetzt können wir ja da mal schauen. Skype sieht noch so aus, als wäre es offen im Hintergrund. Das hätten wir da, ist nicht mal angemeldet, das können wir sicher schliessen. Also beenden. Das braucht es nicht, das können wir nachher dann auf den Autostart, wenn wir die Applikation anschauen, eigentlich weglassen. Wenn wir jetzt hier auf Leistung gehen, dann sehen wir 4 GB ist verbaut, die sind schon fast voll. CPU 50, Datenträger. Das heisst, was wir da eigentlich gerade sehen, das Beste, um den PC schneller zu machen, ist noch ein bisschen mehr RAM verbauen. Einfach RAM kaufen, einbauen. Wahrscheinlich wäre es schon viel schneller unterwegs. Oder besser zu sagen. Die CPU ist auch schon in der Hälfte, das ist jetzt wahrscheinlich, weil ich am Aufnehmen bin. Genau, also, oder dann gibt es auch etwas, das nennt sich Ready Boost. Also, wenn ihr einen USB-Stick einsteckt, da habe ich jetzt einen alten eingesteckt, dann könnt ihr auf Eigenschaften gehen und dann Ready Boost. Und da können wir testen, ob es geht. Das bringt jetzt für das System nichts. Vielleicht ist es auch, wahrscheinlich ein USB 2.0 oder so. 3.0 wird vielleicht etwas bringen. Das bringt nur etwas, wenn ihr eine alte HDD drin habt, wo eben der Schreibzugriff sehr langsam ist und ihr zu wenig RAM vorhanden habt, weil dann tut es einfach anstatt auf die HDD schreiben, wird es dann in USB-Stick schreiben, wo es ein bisschen schneller immer rein ist. Also es könnte ein bisschen Performance bringen auf sehr alten Systemen. So. Jetzt können wir hier noch den Ressourcenmonitor öffnen. Einfach um das noch genau zu sehen. Und jetzt sehen wir hier, wenn ich auf Arbeitsspeicher gehe, dann haben wir hier ein bisschen frei. Das ist der, der zuerst beschrieben wird, wenn man eine neue Applikation auftut und so. Kommt hier umeinander. Und dann ein Standby und nachher sehen wir eigentlich, das meiste ist jetzt eigentlich voll in dem Sinne. Also RAM wird viel benutzen. Dann CPU, ja, ist etwa in der Hälfte so. Gut. Also, was wir auf diesem System sehen, ich weiß nicht, wie es bei euch ein System aussieht, aber da wäre RAM verbauen das Beste, was wir machen können. Dann als nächstes können wir auch einen Datenreiniger-Bereinigung laufen lassen, weil, also wenn wir jetzt hier mal in Explorer gehen, schauen, dann sehen wir, dort jetzt noch genug Speicherplatz frei auf der Systempartition. Falls das bei euch mega knapp ist, dann müsst ihr hier unbedingt Speicherplatz freiräumen, sonst wird euer System sehr langsam. Auf jeden Fall, was ihr hier machen könnt, ist Datenträgerbereinigung auftun.
Und dann die Systempartition, wenn wir hier checken. Da könnt ihr OK klicken. Und dann wird hier berechnet. Dann sehen wir hier, wie viel das wir freiräumen können. Da gibt es temporäre Internetdateien, Papierkorb. Da können wir immer leeren. Temporäre Dateien können wir auch gerade leeren. Genau, und dann können wir das eigentlich auch ausführen. So, nachher werden da ein paar temporäre Dateien gelöscht, die wir eh nicht brauchen. Gleichzeitig, wie ich eigentlich schon gesagt habe, können wir hier im Explorer unter Downloads, da haben wir gesehen, das ist fast 2 GB, können wir alles auswählen mit Ctrl A und dann alles löschen. Das sind so Setup-Dateien, wo es abgeladen hat, zum Beispiel über die Things, das hat die leider alle. Man hat selber den Befehl verwendet, dass wir es gerade richtig löschen. Jetzt hat es nämlich alle einfach in den Papierkorb reingeschoben. Jetzt wollte ich hier gerade schnell schauen. Ja, nein. Ja, genau, über Datenträgerbereinigung könnt ihr den Papierkorb wieder löschen. Dann eine Speicheroptimierung. Können wir hier gerade schauen, ob die aktiviert ist. Was das ist, ist, ihr habt hier das System hat 100 Pro ein HDD. Genau, da seht ihr eigentlich gerade temporäre Dateien und Inhalte im Papierkorb werden automatisch entfernt. Das wollen wir eigentlich, dass wir hier da nicht automatisch irgendwie Datenträgerbereinigung müssen machen, die wir jetzt manuell gemacht haben, dass das automatisch gemacht wird. Nachher, was es auch noch gibt, ist Laufwerk optimieren. Was das ist, ist, vor allem wenn ihr ein HDD habt, ist, es gibt bestimmte Fragmentierungslevel, das heisst, es schreibt immer eine Dateien auf dritte, die frei ist. Und nachher mit der Zeit kann das sehr zerstückelt sein. Was da passiert ist, wenn wir jetzt hier optimieren würden, drücken, ist, das System geht durch und probiert alle Dateien zu finden, die zusammenhängen. Und nachher die tut es nachher physisch näher zusammen wieder anordnen, also herschreiben. Das geht mehrere Stunden. Aber was es macht, ist vor allem bei eben HDDs, wo physisch der Lesekopf sich bewegt. Wenn die Datei näher zusammen ist, dann muss der Lesekopf nicht hin und her springen, um da die Dateien zu finden, die zu der Applikation gehören, die er gerade auftönt, oder beim Bootvorgang auch, sondern dann kann er schneller lesen, dort, wo er schon ist, eigentlich nicht so viel bewegen, und dann sollte das eigentlich auch schon viel bringen. Ich zeige euch dann am Schluss, oder das könnt ihr dort, indem ihr optimieren klickt. Das schlage ich vor, macht ihr, wenn ihr wisst, ihr benutzt den PC für mehrere Stunden nicht. Kann auch über die Nacht sein. Gibt auch DiskDevRack und so Programme, die ihr könnt über die Nacht aktivieren und nachher sagen, ihr soll runterfahren, wenn er fertig ist, weil dann könnt ihr am Abend ins Bett und das aktivieren und nachher am Morgen, wenn ihr aufsteht, hoffentlich ist der PC abgeschaltet und ist die Defragmentierung durch. Genau. Dann Autostartprogramm. Das können wir jetzt hier anschauen. Interesting. Gehen wir mal auf Einstellungen. Was jetzt das ist, ist, dass immer wenn ihr den PC auffahrt, gibt es ein Programm, das automatisch startet, das wir eigentlich gar nicht brauchen. Jetzt auf dem PC haben wir gesehen, dass das Skype ist. Dann können wir hier auf Autostart. Und dann eben auf dem PC haben wir gesehen, dass zum Beispiel Skype automatisch gestartet wird, was wir gar nicht brauchen. Und das braucht natürlich auch, es braucht länger zum Auffahren und außerdem braucht es Hintergrund, Sperrplatz, wo wir gar nicht benötigen. Das heisst, jetzt gehen wir hier auf Autostart und dann den Skype eigentlich ausschalten. Ein zusätzliches Antivirus brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Das tue ich dann deinstallieren. Weil der Windows Defender ist eigentlich, wenn der so AV-Test gibt, so eine Webseite, wo Antivirenprogramm testet eigentlich auf wie viel erkennen es in der Wild unbekannte Malware, wie viel erkennen es bekannte Malware, was ist die Effizienzrate etc. etc., was ist der Echtzeitschutz. Und dort am Anfang war der Defender recht schlecht gewesen, und nachher hat man
eben so Antivir und Avast und ganz viele andere Programme braucht. Aber ja, das tue ich dann da installieren, weil jetzt der Defender ist eigentlich gut genug. Und da im Betriebssystem, auch von diesen Entwicklern, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich braucht er ein bisschen weniger Leistung als ein zusätzliches Programm, vor allem wenn es irgendwelche anderen vielen Sicherheitsfeatures noch drin hat. Was er auch könnte, ist, wenn er wirklich wenn sicher sein, dass er keine Viren hat, könnte er noch Malwarebytes Anti-Malware downloaden. So eine Free Solution, dort könnt ihr einfach manuell einen Scan starten. Das ist so zusätzlich zum PC-Testen. Das ist ein cooles Programm. Und dann Hintergrund-Apps. Da müssen wir gerade mal schauen. Das ist da. Das könnt ihr auch anschauen. Das sind eben auch so Applikationen, die alle irgendwie. Ich meine eben, 3D-Bilder brauchen wir nicht, 3D-Viewer brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, Candy Crush Saga brauchen wir sicher nicht im Hintergrund, Cortana brauchen wir sicher auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Das ist Sound, aber ich glaube es nicht. Feedback hat brauchen wir nicht, Film und TV brauchen wir nicht, Finanzen brauchen wir nicht. Groove Music muss nicht im Hintergrund laufen, zumindest auf dem PC nicht. Hilfe anfordern muss nicht, Smartphone muss sicher nicht laufen, eine Karte muss sicher nicht laufen, Windows-Kontakt sicher nicht, Kurznotizen sicher nicht, Windows-E-Mail haben wir da nicht getroffen, irgendein Game sicher nicht, Microsoft News sicher nicht, Solitär sicher nicht, Storm muss auch nicht im Hintergrund laufen, OneNote muss nicht, das muss nicht, Paint 3D muss nicht, Print 3D sicher nicht, der Rechner muss auch nicht, SBB-Uhr, was ist das? Skype muss nicht im Hintergrund laufen, oder? Ja, vielleicht schon. Sport nicht. Spotify vielleicht schon, ich gucke Musik an. Ja, also könnt ihr mal anschauen, was ihr da überhaupt braucht. Wahrscheinlich gibt es einen Haufen, die ihr gar nicht braucht, darum das könnt ihr mal alles rausschmeißen. Dann vielleicht für die, wo tatsächlich ein SSD drin haben. Was wir da eigentlich können noch schauen können, ist, dann wir jetzt mal PowerShell ausführen. Mache jetzt da gerade als Administrator. Bad Practice. Genau. Was wir jetzt da können machen ist FSUTIL Behavior Query Delete Notify. Gut, gut. Was das ist, ist, ich habe ja gesagt, bei der HDD gibt es Fragmentierung. Jetzt bei einer SSD gibt es eigentlich nicht Fragmentierung in dem Sinn. Also die SSD tut sogar automatisch fragmentieren. Was ist? Ihr habt Flashzellen dort drin. Und was passiert bei einer SSD ist, die Flash Zellen, die haben eine begrenzte Lebensdauer, also eine begrenzte Anzahl von wie viel Mal sie können beschrieben und also beschrieben werden, bevor sie kaputt gehen. Und darum die SSD, die ist viel schneller, viel neuer, aber was die macht, ist, die tut automatisch fragmentieren, verschiedene Zellen immer beanspruchen, damit eben nicht einfach die eine Zelle gerade kaputt geht und die andere immer noch leben, sondern dass es eben verteilt ist, die Belastung. Und jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich jetzt mit dem schon wieder will. Das ist Wear Leveling, nennt man das. Und das ist jetzt der Trim-Befehl. Jetzt, was habe ich jetzt? Jetzt muss ich blöcken. Genau, jetzt, was ich mit dem mal will bringen, ist, oder das beschreibt jetzt alle Zellen, und wenn jetzt alle Zellen voll sind, die SSD tut dann, wenn ihr neu schreibt, muss es blockweise Zellen löschen und dann schreiben. Also immer wenn ihr einen Schreibbefehl macht, tut es zuerst löschen, dann schreiben. Und das macht das Schreiben viel länger. Wenn ihr jetzt den Trim-Befehl aktiviert habt auf eurem Betriebssystem, dann kann eigentlich das Betriebssystem eurer SSD mitteilen, welche Dateien das eigentlich schon gelöscht sind. Also welche Flash-Zellen, dass es eigentlich, wo eigentlich könnte leer sein schon. Und nachher kann die SSD trimmen, also die kann vorgängig schon mal all die Zellen, die es gar nicht braucht, entleeren,
Das heisst, die Schreibvorgänge werden viel schneller. Darum das haben wir jetzt hier einfach prüfen, ob das aktiviert ist. So könnt ihr es prüfen, falls ihr eine SSD habt. Falls es nicht 0 zurück, dann könnt ihr auf 0 setzen. Dann werden eure Schreibvorgänge schon viel schneller. Gut, was wir als nächstes machen können, ist Systemdateien checken, prüfen auf Fehler. Ich tue es schon mal aktivieren eigentlich. Jetzt muss ich die Konsole nochmal öffnen da. SFC, scan now. Nice, darum habe ich wahrscheinlich die letzte als Administrator. Das müssen wir als Administrator starten. Gut. Was jetzt das ist, das braucht mittelfristig Zeit. Auf dem wahrscheinlich viel länger, als ich es mit dem Laptop gebraucht hat. Was das macht, ist, es prüft eure Systemdateien auf Fehler. Kann sein, dass zum Beispiel ein paar von denen irgendwie ein bisschen corrupted sind. Und falls es findet, dass irgendwie ein paar Systemdateien irgendwie Fehler hätten, dann würde es die reparieren, also ersetzen mit Originaldateien. Und das macht euch das System auch schon wieder. Also es sollte das System, oder es kann dazu führen, dass das System langsamer wird, falls ihr korrupte Dateien habt. Darum mit dem Befehl tut es jetzt eigentlich prüfen, ob ihr Fehler habt, und nachher wird es die ersetzen, und dann könnt ihr das auch schon viel ausmachen oder machen, dass euch das System schneller läuft. Und dann kann ich euch in der Zeit, wo eigentlich das läuft, oder das lassen wir eigentlich einfach fertig laufen. Das könnt ihr bei euch auch einfach fertig laufen. Was wir dann noch machen können, ist das Checkdisk. Das hier, was wir jetzt machen, das ist nur für Systemdateien. Also das bezieht sich nur auf das Betriebssystem und ist nur auf Systemdateien. Wenn wir jetzt das ganze File-System möchten checken, also ich habe gesagt, ein Festplatte kann es auch schliessen und so, dann können wir das jetzt auf dieser Systempartition machen. /F sucht auch nach fehlerhaften Sektoren und probiert die wieder herzustellen. Und R, jetzt muss ich nochmal schauen. Genau, R prüft auf fehlerhafte Sektoren und stellt Datenblöcke wieder her, wenn das möglich ist. Und F repariert auch das Filesystem selber, das Dateisystem selber auf der Festplatte, falls dort etwas kaputt wäre. Das ist, weil wir es auf der Systempartition machen, können wir es nicht laufen, wenn wir Windows am Laufen haben. Das heisst, dort machen wir einfach einen Scheduled Task machen. Das heisst, wir sagen, es soll laufen, wenn beim nächsten Neustart vom PC. Und nachher, das braucht lang, also das braucht sicher eine Stunde oder so. Dann heisst es einfach, das nächste Mal, wenn ihr den PC aufstartet, kommt so eine Meldung. Und nachher heisst es so, irgendwie, Fall Checkdisk würde laufen, falls ihr es nicht laufen wollt, könnt ihr irgendwie Enter oder Escape drücken oder so, dann wird es einfach normal starten. Das heisst, falls ihr keine Zeit habt, dass das läuft. Aber sonst würde einfach beim nächsten Neustart dann eben das ganze Filesystem, die ganze Festplatte eigentlich geprüft werden. Was sehr gut ist zu machen, falls ihr das noch nie gemacht habt. Genau, das kann ich eigentlich auch schon mal aktivieren, wahrscheinlich. Testen wir jetzt gerade mal, wenn das andere läuft, eine neue Konsole öffnen. Oder vielleicht auch nicht. Das weiß ich nicht, ob er einfach super lang hat. In dem Fall schon super lang. Jetzt machen wir hier Checkdisk. Und nachher sagen wir C und dann mit den Überprüfungen und Filesystem. Wenn wir es jetzt aktivieren, dann sollte jetzt eigentlich eine Meldung kommen. Eben, wenn wir das andere Programm. Also. Auf jeden Fall warten wir, bis das hier abgeschlossen ist, und dann können wir den anderen Vorgang starten. Das könnt ihr eigentlich einfach, so wie ich schon gezeigt habe,
als Kommandozeile ausführen und dann den PC neu starten und nachher warten und nachher vielleicht hilft es euch auch schon, dass der PC schneller läuft. Was ich euch jetzt noch kurz zeigen wollte, ist der Befehl. Den könnt ihr auch normal so eingeben. Das ist jetzt eben die Defragmentierung. Da sagen wir, dass wir das C-Laufwerk defragmentieren mit dem Slash B. Sagen wir eigentlich, es soll Daten so neu anordnen, dass vor allem der Boot-Vorgang beschleunigt wird. Also, dass wenn ihr den PC neu startet, dass das viel schneller oder könnte schneller werden. So. Wie gesagt, das habe ich schon betont, das braucht so lange, mehrere Stunden. Das macht ihr, wenn ihr sicher seid, dass ihr genug Zeit habt jetzt. Aber das sind jetzt einfach alles kurze Sachen, die ich euch wollte zeigen und erklären, was ich eigentlich so ein bisschen erwarte von einem Windows-User und nachher eben so ein bisschen zeigen, auch, was so Sachen sind, die wir jetzt zusammen kurz haben können machen, die könnten helfen, dass ein alter Windows-PC vielleicht wieder schneller läuft. Auf der Software-Seite, jetzt nicht auf der Hardware-Seite. Genau, nachher vielleicht etwas, was ich euch nachher zeigen wollte. Falls ihr tatsächlich an einem Punkt sind, wo ihr sagt, oh, mein Windows ist so langsam oder eben irgendwie mein PC ist so langsam und so, ich kaufe mir einen neuen PC. Etwas, was ihr sicher könnt ausprobieren könnt, wenn ihr eh schon an dem Punkt sind und wenn ihr eh schon an einem Punkt sind, wo ihr sagt, ich würde meinen alten PC fortrühren oder so, ist, das ist immer noch auf Software-Seite. Ihr könnt auch einfach mal probieren, den PC zurückzusetzen. Also all die Sachen, die wir ja jetzt hier gemacht haben, ist, wir probieren Hintergrundprogramme zu minimieren, dass sie nicht aufstarten, wenn wir neu starten, wenn wir sie eh nicht brauchen, dass wir Datenträger irgendwie ein bisschen probieren, ein bisschen effizienter zu machen, dass sich der Lesekopf nicht so schnell muss bewegen oder nicht so viel muss bewegen bei alten Festplatten und so. Und was es jetzt da gibt, ist diesen PC zurücksetzen. Was das ist, ist eigentlich so, es macht einen Fresh Install von Windows. Sozusagen könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr den PC gekauft habt, gibt es so Werkeinstellungen und auf die können wir sie zurücksetzen. Was das macht, ist, es tut euch so wie Windows refreshen und alle Programme, die ihr installiert habt, sind weg. Also ihr müsst da nicht mühsam alle Programme deinstallieren, wie ich das vorhin gezeigt habe, sondern ihr könnt da einfach den PC zurücksetzen. Nachher ist einfach alle Programme sind deinstalliert. Ihr könnt wählen, ob ihr wollt Dateien beibehalten oder entfernen. Falls ihr eh am Punkt seid, wo ihr einen neuen PC würde kaufen, dann hoffe ich, dass ihr, oder dann tünt sicher eure, wenn ihr einen neuen PC kauft, sicher eure Daten, die wichtigen Daten speichern auf einem externen Medium, irgendwie eine externe HDD-USB, HDD kaufen und einstecken und euch Dateien dort ziehen, die ihr sicher behalten für einen neuen PC. Und was gut ist für euch, falls ihr Windows benutzt, tünt auch den Product Key aufschreiben, weil dann müsst ihr auch, falls ihr jetzt online irgend so ein PC-Konfigurator benutzt und euch PC selber zusammenstellt, müsst ihr kein neues Windows kaufen. Falls ihr eine Retail-Version habt von Windows, dann könnt ihr einfach Product Key benutzen. Für auf dem, wie gesagt, auf meinem Laptop habe ich jetzt, weil ich Student bin, immer noch Masterstudent, habe ich eine Education-Version von Windows gratis herunterladen von über die UZH. Das hat ein paar Sachen, die mir geholfen haben, zum Beispiel mit Docker. Das besser unterstützt, weil es die Education-Version ist, die kann ein bisschen mehr als die Home-Version. Auf jeden Fall, weil ich das mal so gratis konnte kaufen. Den Product Key kann ich auf anderen PCs auch benutzen, um das Windows zu aktivieren. Also, man muss sich nicht immer ein neues Windows kaufen, nur wenn man einen neuen PC kauft. Und Linux benutze ich im Geschäft jetzt, oder bin von der Uni angestellt, selber als Softwareentwickler, oder in der Funktion Informatik-Spezialist jetzt. Dort benutze ich auch Ubuntu Budgie Version. Das ist das gratis Betriebssystem und eben mit dem Packet Manager macht es auch einfacher. Dort könnt ihr auch überlegen, ob ihr vielleicht etwas Neues ausprobieren wollt. Aber wenn ihr eh schon einen neuen PC kaufen könnt ihr auch einfach mal euch ein Windows zurücksetzen und schauen, ob das vielleicht auch schon euch ein Windows schneller macht. Dann könnt ihr da zurücksetzen und nachher sagen, ihr wollt Dateien nicht behalten, weil die habt ihr jetzt die wenigen wichtigen Wunder behalten wollt, habt ihr jetzt extra gespeichert, wie gesagt. Da müsst ihr euch einfach bewusst sein, falls ihr irgendwie Mozilla Thunderbird, irgendein E-Mail-Programm eingerichtet habt auf dem PC, die müsst ihr natürlich wieder neu einrichten, also wieder neu mit euren E-Mail-Konten verbinden oder so. Falls ihr eh über einen Browser irgendwie eure E-Mail-Konten abrufen könnt, dann das bleibt gleich.
sicher immer wichtig, eure Passwörter zu managen. Also wenn ihr da jetzt im Browser irgendwie Passwörter gespeichert habt, weil in der Browser kommt damals das, ah, wir können es für dich speichern, wenn es eh schon eingegangen ist und so. Das wird natürlich auch alles gelöscht, wenn ihr PC zurücksetzt oder wenn ihr einen neuen PC kauft. Einfach, dass ihr das im Hinterkopf habt, nicht, dass ihr plötzlich so sind, so, oh, wie sind all meine Passwörter schon wieder. Das ist auch etwas, wo ich eigentlich, könnt einen Password Manager benutzen oder sonst etwas, aber genau, eure Passwörter, die wären auch gut, wenn ihr die nicht einfach im Browser nur gespeichert habt. Gut, das sind so all meine Tipps gewesen, so wie ein Windows-System, euch ein altes Windows-PC-System könnt schneller machen. Vielleicht bringt euch einige von diesen Schritten etwas, könnt es mal ausprobieren und nachher den PC neu starten, all von diesem Zeugs, und nachher schauen, seht ihr einen Performance-Increase oder nicht. Das wär's von meiner Seite. Merci. Ade.